Hi Leute, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin der Kretsche und es geht weiter mit einer neuen Aufnahmesession. In der letzten Folge haben wir es geschafft, hier in diesen Raum zu flüchten. Ja, sah wohl eher aus wie ein Arbeitszimmer, ein Gästezimmer vielleicht, aber hier fehlt auch irgendwie noch das Bett. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, uns hier rein zu verkriechen. Wir haben hier den Safe-Punkt gefunden und wir sind vor irgendeiner Kreatur geflüchtet. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Auf jeden Fall konnten wir die Kreatur erstmal töten. Und ja, wie ihr seht, wir leben noch. Und jetzt müssen wir in den Keller und ein Teil von den drei Hundeköpfen finden. Und das Ganze gehen wir jetzt mal an. So. Und da müssen wir hinunter. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Im Keller erwartet einem ja eigentlich immer nichts Gutes. Und das kennen wir doch hier. Kommen wir nicht weiter. Ich glaube, dass uns von den Kreaturen ja aus der letzten Folge hier unten noch mehr erwarten. Ich bin eigentlich relativ sicher, so viel wie hier unten ist. Uah, und da ist schon eine. Und wir sollten weg. Ich muss gestehen, meine besten Freunde werden die hier nicht werden. Wie viel kommen wir noch von diesen? Auf jeden Fall nicht weiter. Hier erstmal in den Raum davor. Und da haben wir schon die nächste. Hey, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Da hat sie uns erwischt. Also ich glaube, wir müssen die am Kopf treffen. Da sind die am verwundbarsten. Und uns ist jetzt hier noch eine? Nein. Sagst du uns, bist du tot? Ja, du scheinst tot zu sein. So, was haben wir hier? Schießpulver. Schießpulver ist immer gut. Muss mal, was wir hier denn finden. Oder auch nicht finden. So, und was haben wir hier? Ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in die Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Okay. Das sind also Verbrennungsöfen. Ich habe den guten Travis. Lara. Ein Handabdruck, William, Sean. So, was
Ja, weiß nicht, ich weiß nicht, wir haben ja einen Handabdruck. Jetzt muss ich nochmal lesen, was hier gerade stand. 3a und ein Handabdruck. Ach, falsche Taste. Okay, 3a und ein Handabdruck. Da ich nicht weiß, was hier drin ist, öffne ich jetzt einfach mal den. Den Handabdruck. Dann müssten wir richtig sein. Boah, und da ist schon die nächste. Warum? Oh Gott, oh Gott. Ja. Die war zu viel des Guten. Schaffen wir es noch, die erste Silberzeit zu nehmen? Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das hier überleben. Was zum Teufel? Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Wir müssen hier weg. Und das schnell. Und wir haben keine Munition. Weg, 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 wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Baut ihr uns etwa hier hoch? Okay, die scheinen uns nicht zu folgen. Das Problem ist, Leute, ich habe keine Munition mehr. Und ich kann auch keine herstellen. Ich habe nur noch Flintenmunition. Schizotonikum, das haben wir auch nicht. Tja, das heißt. Und unser gutes Bein haben wir verloren. Ja, die Arme sind noch dran. Das heißt, ich muss jetzt die Kreatur mit dem Messer erledigen. Okay, ich weiß zwar nicht, wie wir das schaffen sollen. Anscheinend müssen wir es versuchen. Anscheinend müssen wir es versuchen. Okay, auf geht's. Wo ist die? Da ist sie! Ja, das ist... Also ich weiß nicht, wie ich das mit dem Messer schaffen soll, um ganz ehrlich zu sein.
bist doch auch hartnäckig, ja? Jetzt haben wir es erledigt, glaube ich. Was bist du bitte? Okay, der hat uns jetzt echt das Leben schwer gemacht. Meine Güte. So, und wir haben hier einen Schlüssel für den Zerlegungsraum. Und ich weiß gar nicht, ob wir da hin wollen. Und die anderen Verbrennungsofenklappen lassen wir mal lieber zu. Und hier kommen doch bestimmt gleich die nächsten, oder? Leute, Leute, ich gehe mal lieber hier hin. Ah, wobei, mir fällt gerade ein, da war doch verschlossen. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht von hier rankommen. Nee. Kommen wir nicht. Ich lasse den Raum da lieber erstmal weg. Ah. Okay. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir hier hinkommen. Da kommen wir wieder raus. Vielleicht wir es gleich eilig haben. Karte des Verarbeitungsbereiches, das ist auch nicht schlecht. Und wir haben Pistolenmunition, die ist wichtig. Die kann uns hier nur gut tun. Hier unten in den Keller. So. Was ist da in dem Gebäude? Ich will es gar nicht wissen. Haben wir hier vielleicht eine flüssige Chemikalie? Ein Schatzfoto? Warum können wir... Okay. Wir haben ja einen Dietrich. Ist aber nicht verkehrt. Die haben ja einen Skorpionschlüssel. Okay. Aber wir haben nicht genügend Platz. Ich guck mal, ob wir was kombinieren können. Aber wir haben keine flüssige Chemikalie. Das heißt, hier haben wir Kraut. Können wir was mit Kraut verwenden? Ich glaube noch nicht. Doch, konnten wir. Nein, konnten wir nicht. Okay, das heißt, ich weiß in unseren Raum, wo wir uns zurückziehen konnten. Egal, geht's weiter. Ich gehe nochmal zurück in den Raum, wo wir für uns waren. Da weiß ich nämlich, da war eine Kiste, wo wir einen Dietrich verwenden konnten, die geschlossen war. Und ich glaube, die öffne ich mal. Oh, da war sie hier. Nee, ich glaube, die war da, wo wir die Kreatur zum ersten Mal getroffen haben. Schon wieder so lange her. So, ich gucke, genau, die Kiste müsste das sein. Ja, genau, Flintenmunition, okay, ist doch auch schon mal was. Wir haben jetzt zwar keine Flinte, aber ich denke mal, die hilft uns vielleicht dann doch irgendwann mal weiter. So, und jetzt brauchen wir trotzdem Platz. Das heißt, ich gucke mal, was ich noch ablegen kann. In unserer guten alten Ablagebox. Psychotonikum, ja. Ich glaube, ich werde erstmal das... Genau. Das Schatzfoto werden wir weglegen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt im Moment am wenigsten brauchen. Dann holen wir uns mal den Skorpionschlüssel.
Dann schauen wir mal, was wir mit dem anfangen können. Und hoffen. Dass wir hier auf keine weitere Kreatur. Wir haben auch noch eine Kiste, die wir zerstören können. So, und dann werden wir uns den mal an uns nehmen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann eine Tür reinkommen. Die eine flüssige Chemikalie. Wie schön ist das denn? Und wir brauchen Munition, Leute. Wir brauchen Munition. So, und ich gehe davon aus, dass wir dann an die Tür reinkommen. Wo die ganzen Skorpione dranhängen, ja? Und es geht noch tiefer. Den Munition haben wir. Jetzt haben wir hier Psychotonikum nochmal. So. Okay. Und ich glaube, hier muss der Schlüssel rein. Und. Aber er passt nicht in dieses Schloss. Okay. Der Zerlegungsraumschlüssel passt auch nicht. Okay, das heißt, wir müssen dann wohl doch nochmal in den Raum, in den ich vorhin nicht rein wollte. Denn wir scheinen noch nicht den passenden Schlüssel zu haben. Oh Gott, hat die mich jetzt erschreckt. Meine Güte. Leute, ich speichere lieber nochmal. Ja, jetzt wo wir. Oh, und da ist schon die nächste Kreatur. Boah. Das gibt's doch gar nicht. Aber die verfolgen uns nicht hier raus. Doch, tun sie. Okay, dann haben wir die wenigstens noch erlegt. So, und ich speichere erstmal nochmal. Mann, die Kreatur jetzt zum Schluss, die hat mich echt erschreckt, also. Das war heftig. Dann gespeichert und dann werden wir uns mal wieder in den Keller begeben. Und hoffen, dass da jetzt nicht noch mehr von den Kreaturen kommen. Wobei ich auch der Meinung bin, dass wir hier mit unserer Waffe nicht weit kommen, weil wir verballern nur die Munition. Vielleicht sollte ich einfach versuchen, die zu umlaufen, sofern jetzt hier noch mehr von den Geschöpfen kommen. So, und ich glaube, ich muss in diesen Raum da rein. In dem waren wir hier ja noch nicht. Und wir haben ja auch noch einen Schlüssel, ja. Und die Tür wollten wir damit nicht öffnen. Ah! Schaut euch mal das an. Ja, komm mal her. Komm mal. Ah, da ist ja schon der nächste. Was ist denn hier los? Geh auf. La 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 la. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Geh auf. Wir haben den Schlüssel. Boah, was ist denn hier los? Ja. Boah! Leute, wie war das? 4? Ging ja gar nicht. Okay, das war schon heftig. Oh, und auch so ärgerlich. Wir hatten doch den Schlüssel, oder nicht? Halt, das war falsch. Ja, hier. Wir haben doch einen Schlüssel. Schlüssel für den Zerlegungsraum. Ein Schlüssel mit der Aufschrift Zerlegungsraum auf dem Schlüsselanhänger. Ja. War das nicht der Zerlegungsraum? Das sah zumindest sehr danach aus. Puh, okay, also wir wissen zumindest, was uns jetzt hier erwartet.
nämlich gleich 3 oder 4 auf einmal. So. Wir haben hier abgekürzt. Sind die rein? Waren in dem Boilerraum? Ja. Für den Zerlegungsraum. Und durch diese Tür hier wollten wir. Okay. Also ich glaube, wir sollten einfach nur davonlaufen. Ich glaube, damit kommen wir am schnellsten. Ich meine, ich habe ja auch nicht mehr viel Schuss. Ja, das waren ja 4 Stück. Und ich habe ja nur noch 10 Schuss. Das heißt, ich kann die eh nicht alle mit der Waffe zerschießen. Okay. Oh, la 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 la. Da kommt er. So, ich versuche den jetzt einfach mal direkt in den Kopf zu schießen. Ja, das hat ja super geklappt. Mann, schieß doch auf den Scheißkopf, Mensch. So. Das hat ja super geklappt. Haben wir schon mal 2 weniger. Jetzt habe ich aber nur noch 7 Schuss. Oh Mann. So, jetzt kommen ja mindestens noch mal einer. Ne, noch 2. Und ich sehe, wir haben hier noch Kraut liegen. Okay. Bevor wir da reingehen. Wir haben ja den Schlüssel für den Zerlegungsraum. Lalalalala. Oh, 3 Stück. Leute. Das gibt's doch gar nicht. Und weg. Einfach nur weg. So. Okay, weg. Ah. Die verschwinden also wieder hier. Okay, Leute, wir ziehen jetzt durch. Wir ziehen jetzt hier einfach durch. Haben hier noch eine starke flüssige Chemikalie, die können wir gebrauchen. Lass uns vorbei. Der lässt uns jetzt erstmal wieder schöne erste Hilfe Medizin verballert. Okay, das heißt, Munition habe ich eh nicht mehr. Hier, seht euch das mal an, Leute. Komm ich da vorbei? Ja, komm, ich versuch's. Nein, ich komme nicht vorbei. So, jetzt haben wir die umlaufen. So, ein bisschen mehr Zeit, hoffe ich. So, jetzt nehmen wir uns hier noch mit. Hatten wir hier nicht noch was liegen? Nein, hatten wir nicht. Die bitte. Und rein damit. Los, rein, rein, rein. Mach doch auf da! Boah. Alter Schwede. So, ich hoffe... Die folgen uns jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dafür ist es verdächtig ruhig. Puh, die haben wir geschafft. Flintenmunition, ja super. Wenn wir eine Flinte hätten. Ah, und den roten Hundekopf. Sehr schön. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Okay. So, wenn ich das richtig sehe, ist das der Polizist von vorhin, ja? Ein bisschen näher ran. Ich glaube, das dürfte der Polizist sein. Und ich, was mache ich denn jetzt hier? So, und ich glaube... Guck mal kurz auf die Karte.
Leichenhalle, ja. Und da kommen wir dann auch wieder vor. Das heißt, ich glaube, dass das jetzt hier so eine Art Bosskampf werden wird. Würde ja gerne mal speichern, aber zurückkommen tue ich auch nicht mehr. So, was haben wir denn hier noch? Flintenmunition, Kraut. Jetzt kriegen wir so viel Flintenmunition, wo wir gar keine Flinte haben, ja. Das heißt, vielleicht kommt da noch was. Und hier können wir erstmal basteln. Starke Erste-Hilfe-Arznei. Ja, gut, das geht alles nicht. Dann haben wir eine starke Medizin. So, und gerade wenn wir so viel Medizin basteln, müssen auf einmal, müssen nicht, aber wir tun, können es ja tun, uns werden die Möglichkeiten gegeben, dann scheint da was zu kommen. So. Und ich denke mal, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Ja, Leute, ich weiß, ihr wollt jetzt sehen, was hinter dieser Tür kommt. Aber, das sind schon wieder Geräusche. Aber schaut rein in der nächsten Folge, dann werdet ihr es sehen, was uns erwartet. Bis dahin, Leute, bleibt dran. Ciao.